Hallo meine Freunde, und heute ist es endlich soweit. Die Titanfall Collector's Edition ist hier und ihr seht schon, das Ding ist ein bisschen größer. Hier sieht man zum Beispiel Titanfall Collector's Edition. Das Ding ist größer, als ich echt dachte. Also der Tisch hier ist nicht gerade klein und der Karton füllt jetzt den ganzen Tisch schon fast aus. Also es ist echt eine Riesen. Schachtel. Ich hatte noch nie eine Collector's Edition oder irgendwie eine Special Edition, die diese Ausmaße hat. Natürlich für den Preis für 300 € ist das, muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob er sich das kauft oder nicht. Ich dachte mir, wenn es schon mal sowas gibt, kaufe ich es mir. Hier sieht man dann auch schon die Nummer, welche meine hat, nämlich die 32.076 von 35.000. 35.000 Stück wurden angefertigt, ist jetzt nicht extrem limitiert. Ist aber auch, wie ich finde, nicht so extrem viel, weil wenn man das auf die, auf den Weltmarkt rechnet, wo Titanfall überall rauskommt, dann sind 35.000 jetzt auch nicht so übermäßig viel, aber auch nicht so übermäßig wenig, also ist so ein Mittelding. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt die Schachtel auf. Viele habe ich schon gesehen beim Unboxing, die haben dann einfach das rausgemacht und hatten das schon aufgebaut. Ich will das so machen, dass man wirklich von Anfang an dabei ist. Also ihr seht, ich habe hier überhaupt noch gar nichts aufgeschnitten. Also ihr seid da wirklich 100% live dabei. Auch ich, auch wenn es ein bisschen unhandlich ist, machen wir das aufgerissen, so wie es gehört. Nämlich frisch von der Schachtel raus. Vor allem wenn es mal so eine Special Edition ist, die wirklich spezial ist, glaube ich, kann man das schon mal machen. So. Dieser Karton wird mal geöffnet, fast. Und es ist kaum zu glauben, ich lege jetzt mal das Messer weg. Ihr kennt das ja sicher, wenn ihr mal etwas bestellt habt. Dann ist meistens die Verpackung riesengroß und das, was man eigentlich bestellt hat, ist extrem klein und da sind dann noch Zeitungspapiere drin oder irgendwelche Luftpolsterfolie. Das ist echt das erste Mal, wo so ein großer Karton noch so einen großen Karton beinhaltet. Also die Schachtel ist wirklich nur dazu da, dass man das da versenden konnte, dass hier das Ding nicht beschädigt wird, weil die Packung da drin ist genauso groß wie die Schachtel. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das Ding hier rausbekomme. Ich drehe mich jetzt mal meinen Rücken ein bisschen zu, dass ich das hier... Boah, also ich bin ja im Großen und Ganzen leicht zu begeistern. Aber sowas ist dann wirklich nicht alltäglich. Also, boah, ich hätte mir vielleicht 5 Leute noch holen sollen, die mit mir das Ding hier auspacken, weil es ist allein wirklich nicht einfach. Für den Rest. Boah, mein Gott, ist das ein Riesending. So, jetzt mal. Hoffentlich. Oh mein Gott, das ist doch so ein Wahnsinn. Meine Fresse! Oh mein Gott, das habe ich mir da mitgebracht. Hier unten sieht man, das ist ein bisschen eingedetscht. Kann jetzt aber auch sein, dass ich das war. Also, wie üblich schauen wir uns den Karton außen nochmal an, die Verpackung. Dazu drehe ich jetzt mal ganz kurz die Kamera noch ein bisschen nach unten. Und zoome etwas rein. So. Hier sieht man Titanfall. Ich knie mich hin, weil sonst habe ich hier keinen Platz. Titanfall Collector's Edition Xbox One gibt es auch für den PC und alle anderen Systeme gehen leer aus, bis auf die Xbox 360. Die Xbox 360 Version kommt aber erst am 28. März raus. Also für Xbox und Xbox One und PC am 13. Und dafür gibt es auch die Collector's Edition. Ich glaube, für die Xbox 360 gibt es keine Collector's Edition. Dann drehen wir sie hier mal. Hier wieder eine Titan-Hand. Sieht extrem cool aus, wie ich finde. Also, wenn man sich die Packung hier nirgends hinstellen kann oder will, eher kann, weil man keinen Platz hat für das Riesending, dann kann man sich hier ruhig rausschneiden. Dann kann man das eigentlich in einen Bilderrahmen reinhängen. Finde ich zumindest. Also mir würde das durchaus gefallen, wenn man hier einfach das Xbox One wegschneidet und das aufschneidet und in den Bilderrahmen reingibt, dann wird das gut aussehen.
Hier nochmal das gleiche wieder. Finde ich ein extrem cooles Bild. Also wenn man wirklich die Packung nicht behalten will, oder kann man das richtig machen. Also ich finde das echt schön. Hier hinten sieht man dann nochmal, was alles drin ist. Eine 49,5 cm große Titan-Statue, natürlich mit dem Piloten hier drauf. Dann sind auch LEDs verbaut für Blau, für den eigenen Titan oder für das eigene Team, oder Rot können die leuchten für das gegnerische Team. Eine Atlas Blaupause, das zeigt, wie der Atlas Titan zusammengebaut ist. Ein Titanfall Collectors Artbook, wo ich mich extrem drauf freue, dass es endlich mal wieder ein Artbook ist. Also es verdient wirklich mal wieder die Bezeichnung Buch, weil es ist ein Buch. Bei den meisten war jetzt immer so ein kleines Heftchen dabei und dann stand auch nicht mal was drin. Weil ich finde einfach, wenn ich so ein Artbook habe, oder wenn ich es schon in eine Special Edition oder Collectors Edition reingebe, dann sollte da auch irgendwas von der Entstehung vom Spiel drinstehen. Also mich interessiert das zumindest. Und das tut's hier. Und ja, wir packen das jetzt einfach mal aus, da steht hier. Von den zentralen Entwicklern der Call of Duty-Reihe kommt Titanfall. Der erste Next-Gen-Shooter, der pures Adrenalin, Wandläufe und Doppelsprung-Action mit schlagkräftiger, rasanter Titan-Kriegsführung verbindet und damit die Messlatte für Online-Multiplayer-Gameplay nach oben verschiebt. Inhalte der Collector's Edition. Exklusives Sammlerstück, 49,5 cm hohe handgefertigte Titan-Statue mit Diorama und batteriebetriebener LED-Beleuchtung. Also es ist fast einen halben Meter hoch. Das ist echt speziell. Also eine höhere, größere Special Edition ist mir jetzt bis jetzt noch nicht bekannt. Gibt es bestimmt vielleicht noch eine Stufe höher, aber ich kenne es zumindest nicht. Großformatiges Hardcover-Artbook mit über 190 Seiten, seltenen Konzeptentwürfen. Baupläne des Atlas Titan im Posterformat. Gut, ich glaube, das genügt jetzt mit dem Ding, das braucht man hier abziehen. Das mache ich jetzt mal. Ja, auch das hier ist so überdimensional groß. Also, ich habe kein kleines Haus hier, aber es hat fast nicht durch die Tür gepasst. So, legen wir das mal auf die Seite. Das schwappelt mal ein bisschen auf die Seite. So. Wo geht denn das dann auf? Hier sieht man wieder Titanfall Collector's Edition und hier noch den Titan. Hier müssen wir es höchstwahrscheinlich auch aufmachen. Ich mache das jetzt einfach mal. Muss das so. Oh, okay. Oh, okay. Alles klar. Das riecht schon. Also, so. Zoome ich mal wieder ein bisschen raus, dann können wir das wieder. Was hier als erstes entgegenkommt, ist hier so eine aufgeklebte. Wie man sie auspacken soll, die Statue. Gut, ich glaube, das ist jetzt, ach du meine Fresse, das ist ein geiles Teil. Also auf den ganzen Videos, was ich bis jetzt gesehen habe, wo sie auch das geunboxed haben oder Unboxing gemacht haben, sieht das bei weitem nicht so groß aus, wie es dann in Natur aussieht. Also ich bin jetzt gerade echt ein bisschen geflasht, obwohl es noch dort drin ist, aber egal. Als erstes kommt hier die angeklebte Titanfall Blu-ray auf, weil ja auch die Xbox One jetzt ein Blu-ray-Laufwerk hat. So, ja, ich glaube, das machen wir dann auch noch auf, aber ich glaube, dass da nicht irgendwie irgendwas Besonderes drin sein wird, außer das Spiel. Das lege ich jetzt mal hier hin und ich würde sagen, wir, meine Fresse, da ist nichts mehr drin, cool. Okay, dann haben wir hier ein Zertifikat noch mitgeliefert. Authentizität. Zertifikat. Hier steht nochmal die Nummer dabei. Welche Nummer das ist, die 32076, muss man ganz klar sagen, hier, wenn es durchnummeriert ist, zeugt es eindeutig von Qualität, denn dann kann der Hersteller nachher nicht mehr bescheißen und dann noch so Dinge nachproduzieren oder auf den Markt bringen, weil die eben auch durchnummeriert sind. Und auch wenn es 35.000 sind, zeugt das wirklich von Qualität. Ja, ich glaube, dass das auch alles ist, was da drin ist. Ich will es jetzt aber auch nicht zerstören. Wo ist mein Messer? Ein super tolles Extrem-Action-Messer. Ach du Scheiße. Ich glaube aber, dass da nur das Zertifikat drin ist. Sogar mit QR-Code. Gut, ja, da ist sonst nichts drin. Das lasse ich jetzt auch drin, weil sonst verliere ich. Das kann man sich ja auch an die Wand hängen. Ja.
Das legen wir jetzt mal hier hin. Hier oben ist noch was drin. Wie man die Titanfall-Statue zusammenbaut, die muss man... Ach, okay. Noch eine Kurzanleitung für die Statue wegen dem LED-Licht. Und hier oben sind auch noch die Grunts drin. Und alleine schon Special Editions habe ich schon viele gesehen, die nur so eine Figur dabei hatten, also die wirklich nur so groß war wie jetzt die. Und wenn man sich da bedenkt, wenn man sich da das Video nochmal ansieht zur Unboxing von der Songbird Edition von Bioshock, da war ein Handyman drin. Der war nicht mal annähernd so groß wie das Ding hier. Also ihr seht jetzt an, das ist auch nicht so klein. Und das sind nur die Figuren. Und ich kann es jetzt auch mal die Grunts mal kurz in die Kamera halten. Sehen auf jeden Fall auch sehr gut gefertigt aus. Also man würde jetzt, sind auch sehr schwere für ihre Größe. Auch die Waffe. Und der zweite ist ja auch nichts Besonderes. Die haben hier unten so Stoppel drauf. Zu denen kommen wir später noch. Die lege ich jetzt auch mal hier auf die Seite. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Monster-Ding. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Da sind echt extrem oft gefaltetes Karton drin, das aus Stützen. Und das kann man selbst noch mal verwenden, als Leiste vielleicht irgendwo. Gott, ist das ein Riesenteil. Ich lege die jetzt mal hier alles runter auf das Sessel, weil sonst fliegt noch irgendwas. Ich glaube, ich kann das abnehmen. Ja, kann ich. Ich glaube, ich kann das jetzt irgendwie so rausschieben. Hier kommt dann halt ein Kopf, das ist ein kleines Stück. So, schieben wir das Ganze mal hier ein bisschen zurück. Irgendwo hängt es. Irgendwo hängt es hier. Ach du Scheiße, ist das Ding groß. Irgendwas abgegangen von irgendwo und ich weiß nicht wo. Irgendwas liegt hier drin auf jeden Fall, das gehört noch irgendwo dran. Mal sehen, ob ich es finde. Ich hoffe doch. Ich würde das gerne hier runterbekommen, aber ich hoffe, dass es runterfällt. Es tut mir leid, es ist ein bisschen aufwendig. Aber wie gesagt, falls irgendein Kumpel von euch oder ihr selbst das bestellt habt, dann wisst ihr, wie das groß ist, wie gewaltig das ist. Und falls irgendein Kumpel von euch das bestellt hat, geht zu ihm nach Hause und schaut euch das Ding an, weil wie gesagt, auf jedem Video, das ich bis jetzt gesehen habe, sah das nicht so pompös aus, aber es ist es. Es ist eindeutig riesengroß. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin echt geflasht jetzt gerade ein bisschen. Dann kommt uns hier auch noch entgegen das Poster. Das ist die Blaupause, mehr oder weniger, der Blueprint. Auch relativ groß, wie ihr seht. Da müsste ich mit der Kamera raus jetzt, aber gut. Ich glaube, so besonders ist es jetzt auch nicht. Kann man sich mal ins Zimmer hängen, wenn man es vielleicht ein bisschen ausgebügelt hat. Ja, wenn es ins Zimmer passt, dann kann man sich das aufhängen. Hinten ist nichts drauf, hinten ist nur weiß. So, mal sehen, ob ich das Ding wieder zusammenlegen kann. Das ist ja das größte Problem bei Landkarten und bei Poster, dass man das wieder so zusammenlegt, wie es war. So, haben wir das auch. Und dann kommt auch schon das Artbook, zu dem kommen wir aber auch später. Das Zeug lege ich jetzt mal hier hinten noch ein bisschen hin. Und ihr seht schon, irgendwo ist hier irgendwas abgegangen. Sieht irgendwie aus wie eine Brust oder ein Rückendings. Muss ich mal schauen, ob das von Soldaten ist. Von Soldaten? Nee, das schaue ich dann nach. Ach, da ist es, glaube ich, abgegangen. Kann das sein? Könnte sein. Nee. Sieht auf jeden Fall nicht abgebrochen, aber sieht nur aus, als müsste man das irgendwo reinstecken. Aber beim Ding, das handgemacht ist und aus 300 Teilen besteht, ist das ein bisschen blöd zu finden. Aber gut, ich will euch nicht weiter auf dieses Folter spannen. Ich packe jetzt den Titan aus. Ach du Scheiße.
Boah. Vorsichtig. Das Ding hat auf jeden Fall Gewicht auch, also es ist auf keinen Fall hohl oder so irgendwie. Oh Gott. Hier ist noch zwischen den Beinen, das kennen wir alle, muss auch noch eine Stütze rein. Wo ziehe ich das jetzt am besten raus? Ohne dass ich... So. Also wenn ich mich jetzt hier hinknie, bin ich genauso groß wie die Titanstatue. Dann gibt es hier noch so Fäden drin, die kann man aber hier anscheinend... Ach, das ist so Gummi. Okay, das ist auch nicht schlecht, weil sonst hat man da hier immer so beschissene Plastikdinger drin, die, wenn man ein bisschen zu fest dran zieht, sofort irgendwas beschädigen. Hier ist wirklich so eine Art Gummi drin. Mal ganz kurz aufstehen. Das ist gut befestigt. Also das kann man dir nicht vorwerfen. Einmal der Pilot festgebunden am Fuß und dann den Beinen. Hier nochmal. So. Dann die Beine noch befreien, das ist auch. Ja. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, verzeiht es mir, aber ich glaube. Oh, das wackelt ganz schön. Ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. So. Das dürfte es. Ne, hier ist noch ein Stück runtergefallen. Wo kommt das denn? Hier hinten hängt es drin. So, ich glaube, das war's. Ne, hier hinten hängt natürlich auch noch was, natürlich. Nochmal der Fuß festgebunden. Also, mit solchen Kriegern gibt es keinen Krieg. Für jetzt, aber nee, natürlich, die Waffe auch noch. So. Jetzt, aber ich bin immer noch geschockt, wie riesengroß das Teil ist. Ach cool. Das ist ja mal cool. Ich habe irgendwo gehört. Ach nee, kann man hier? Nee, kann man nicht. Aber man kann hier die Arme anscheinend noch ein bisschen bewegen. Kann man? Ich will hier nichts kaputt machen, aber es sieht so aus, als. Nee, kann man nicht. Ich lasse es jetzt nicht hier. So, bleib in deiner Hand. So. Ja. Ich filme jetzt mal ganz kurz ein bisschen näher ran, dass ihr das auch bewundern könnt. So. So, ich drehe das jetzt mal ganz kurz hier. Ihr seht, das Ding ist riesig. Ihr seht auch die LEDs dann. Auch hier hinten sieht das extrem cool aus, hier hinten drin. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal die Kamera, dass ihr das auch ein bisschen besser seht. So, kleinen Moment. So, jetzt können wir hier näher dran gehen. Und den auch ein bisschen genauer beobachten. Da oben, der Titan, der Pilot. Hier drin sieht auch extrem cool aus mit den ganzen Kabeln, Drähten. Sieht echt cool aus. Und auch der Untergrund sieht auch interessant aus. Hier wahrscheinlich noch Überreste eines anderen von einem anderen Titan. Auch sehr schön bemalt, muss man sagen. Man sieht hier Schmutz drauf, man sieht hier Einschusslöcher drauf, Dreck, der hier an der Seite klebt, hier unten auch. Also echt cool, das Ding. Ein echt fettes Teil. Hier die Waffe auch sehr, sehr cool gemacht, sehr, sehr geil, wie der Werbespot.
Und hier hinten ist der Knopf, da drückt man auf den Felsen drauf, dann leuchtet der. Kann man das drehen? Das kann man auch nicht drehen, gut. Dann, hier haben wir LEDs, auch beim Piloten, der leuchtet jetzt natürlich rot, weil das ja ein blaues Leuchten ist. Das heißt, der Titan gehört zu uns und der Gegner ist oben drauf. Ach, und hier sehe ich, hier ist noch ein Dings drauf. Ja, das lasse ich jetzt einfach, ist ja egal. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann wird der Titan rot und der Pilot blau. Und hier hinten gibt es auch noch ein Licht. Das sieht bestimmt im Dunkeln sehr, sehr cool aus, das hier unten blinkt. Ja, so, dann wieder zurück in die Halterung mit euch. Denn das war ja noch nicht alles, nicht ganz zumindest so. Ich setze mich jetzt aber mal in Titan, schiebe ich jetzt einfach mal hier so hin. Denn es war noch immer nicht alles. Das Poster habt ihr jetzt schon gesehen. Ich setze mich jetzt mal, weil sonst sieht ihr mich nicht so. Jetzt dürft ihr mich sehen, ja. Und das Ding lege ich jetzt auch mal hier rein. Denn es ist noch ein Buch dabei und es ist schwer. Es ist echt cool. So, dann nochmal kurz ranzoomen. Ich mache das ja alles hier alleine. So, hier nochmal ranzoomen. So. Es ist endlich ein Buch. The Art of Titanfall. Sieht mir aber auch, als wäre es auf Englisch. Sieht mir so aus, als wäre es auf Englisch, um das Deutsch zu sagen. Dives head first into respawn at the main high-octane kinetic action game. Showcasing a brave new look at the future of multiplayer video games. Gut, da schauen wir jetzt auch einfach mal rein. Da muss ich jetzt ganz besonders aufpassen, dass ich hier nicht in das Papier reinschneide. Ich muss dazu sagen, das Ding kostet 299 Euro. Man muss sich immer vor Augen halten, wenn man jetzt einen 100er drauflegt, könnte man sich schon eine PS4 kaufen. Das muss man sich vor Augen halten, es ist wirklich nicht billig. Aber man muss sich aber auch vor Augen halten, dass so ein Ding... ehrlich, wie oft bekommt man so ein fettes Teil? Ich schiebe das ja mal ganz kurz rein hier. Also für mich persönlich war es jetzt wirklich das erste Mal, dass ich so eine Special Edition gesehen habe. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein besonderes Spiel kennt, das auch so eine super überdrehte Special Edition hatte. Es gab da noch Saints Row mit einer Million Dollar. Wo dann Weltraumflug und Agententraining dabei war. Gut, das sehe ich jetzt mal nicht dazu. Aber wir könnten eigentlich die Piloten noch hier mal montieren, dass ihr das auch seht. Dann drehe ich und schiebe ich den jetzt nochmal rein. So. Dann das nochmal ein bisschen rauszoomen. So. Hier sind die Piloten, die kann man dann hier in den Boden reinstecken. Oder auch nicht, doch. Man kann jetzt den hier so reinstecken oder dass er auf die Genitalien zielt, das ist dann euch überlassen, wie ihr das haben wollt. Ich mache das jetzt mal. Soll ich das so machen? Ich mache das jetzt einfach mal so. Egal. So, hier ist noch ein Kollege, der kommt dann hier hinten irgendwo drin. Ich glaube hier. Könnte es sein? Sieht mir fast so aus, oder? Kann sein, dass ich ihn jetzt in den falschen... Nee, ich glaube, ich habe ihn ins falsche Loch gesteckt. Wo ist die Beschreibung? So, muss ich doch glatt die Beschreibung. Nee, es ist das richtig. Ich habe den falschen Typen ins falsche Loch gesteckt. Soll ja auch mal vorkommen. Denn laut Beschreibung, also im Grunde ist es egal, wie ihr das haben wollt. Ne? Also der Typ kommt hier hinten hin. Es passt mir auch nicht so eben. Dann packen wir den hier hin. Sollte eigentlich passen, doch müsste eigentlich irgendwie. Ja, nee. Und der sollte hier vorne rein. Genau. So, dann hätten wir das auch zusammengebaut. Ihr seht jetzt, hier hinten steckt der eine drin. Hier vorne steckt der andere drin. So. Das dürfte das mal fertig sein. Meine scheiß Güte.
So, und jetzt kommen wir endlich mal zum Artbook. Wo ich wieder ein großes Lob aussprechen muss, weil es ist endlich ein Buch, das habe ich ja schon mal erwähnt, aber ich schreibe es jetzt mal auf. 190 Seiten soll das Ding haben. Und wir können ja mal gemeinsam so ein bisschen reinschauen. Ich stehe dazu auf. Hier der Anfang auch mit so einem Einband, finde ich auch recht originell und cool. So, dann schauen wir mal, was es hier noch alles gibt. Andy McWheat, forward by irgendwie For a World. Ja, hier ist auch schon was geschrieben. Bei Joe Lemsley, my dad was a plumber. Sein Dad war Mario. Ja, gut. Ist auf Englisch, aber es steht was drin. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. In der heutigen Zeit, wo sowieso nirgends mehr irgendwie große Bilder drin sind, vor allem die Bücher schon nicht mehr besonders sind. Auch hier steht noch mal was drin. Überall steht noch ein bisschen was dabei. Da sind wieder große, coole Bilder dabei, auch vor den Titans. Finde ich echt cool. Blättern wir mal ein bisschen vor. Auch die Raumschiffe sind drin, finde ich auch cool. Greift jetzt immer ein bisschen vor, einfach weil 190 Seiten blättere ich jetzt nicht durch. Hier sind nochmal die Einzelteile und die Waffen von den Titans drauf und der Torso oder so irgendwie. Ja, können uns. Das Messer, das Hacking-Tool gibt es ja auch. Granaten, hier nochmal die Ortschaften, das ist Fracture, glaube ich, oder? Genau, die kennen wir schon aus der Beta. Das ist ein bisschen schwer. So, hier auch nochmal die Karten. Battlefields steht auch hier oben nochmal drauf. Locations and Battlefields, hier sieht man dann auch Konzeptzeichnungen von Kreaturen, die da drin vorkommen. Man kämpft zwar nicht gegen die, so viel ich weiß, aber es sieht extrem, extrem beeindruckend aus, wenn man so ein Ding sieht und da unten ein Raumschiff, dann ist das schon relativ groß. Erinnert so ein bisschen an The Fog, also an den komischen. Ja, finde ich auf jeden Fall schön. Hinten nochmal eine Stadt drin. Großes Lob für das Buch. Ich finde auch hier das Cover sehr, sehr schön, wo der Pilot auf dem Titanarm sitzt. Sehr, sehr schön. Das ist ein Buch, das ich mir gerne ins Regal stelle oder auch gerne so aufstelle, weil das übersieht man wirklich nicht, außer man ist blind. Das war's aber auch. Das ist alles, was in der Titanfall... Achso, ich wollte das Spiel noch aufmachen. Mal schauen, ich glaube zwar nicht, dass da irgendwie annähernd irgendwas Besonderes drin ist, aber aufmachen können wir trotzdem. Zwei Tage Goldmitgliedschaft sind drin, sehe ich gerade, aber sonst auch wieder nur das Übliche. Schauen wir, ob hier irgendwo ein Code drin ist. Hier ist ein QR-Code für die Kinect-Kamera drin. Zwei Tage Goldmitgliedschaft und ansonsten das typische Gezettelwerk. Die sind jetzt übrigens noch kleiner geworden, als sie früher schon waren. Finde ich auch wieder schade, aber naja, das ist ja heutzutage sowieso schon normal. Hier nochmal Battlefield 4 Premium erweitert deine Möglichkeiten. Danke. Ja, aber sonst wie gedacht, hier nicht besonders was drin, außer die Blu-ray noch. So sieht es aus. So das Cover und so die Rückseite des Covers. Das war's auch schon wieder. Und am Ende, ja, wie gesagt, habe ich ja schon mal im Video erwähnt, ob ihr euch am Ende dann so ein Ding kauft für 300 Euro. Bleibt dann euch überlassen. Bleibt dann euch überlassen. Ich habe es mir gekauft, weil es einfach Eindruck schien. Ich war extrem begeistert von der Beta schon. Auch auf der Gamescom wollten wir das spielen, sind nicht dazugekommen. Dann kam die Beta. Flocke und ich hatten extremen Spaß bei der Beta. Und dadurch habe ich dann einfach gesagt, fuck it. Ich gebe jetzt nicht jeden Tag für so Collectors Editions 300 Euro aus, also das war jetzt bisher das teuerste, was ich gekauft habe. Und auch das größte, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Ich war schon von der Songbird-Statue von Bioshock beeindruckt, aber das Ding beeindruckt mich noch mehr, sage ich ganz klar. Auch von der Verarbeitung her, also ich finde das echt nicht irgendwie billig gemacht, sondern
es sieht echt gut aus. Hier so Ölflecken von den Bewegungen, von dem Bewegungsapparat, hier noch Dreck und auch unten Dreck und auch so Abnutzungen und Einschusslöcher. Die Details finde ich so super, auch wie wir hinten gesehen habt, die Schläuche, die Bolzen, die da reingehen, die finde ich super. Also ich bin echt begeistert von dem Ding. Wie gesagt, normalerweise kaufe ich mir für 300 Euro ja auch nicht sowas. Aber was ich auch sagen muss, wenn man schon so ein Ding hat, für 300 Ocken, hätte ich jetzt gesagt, hätte man zumindest den Seasons Pass noch beilegen können. Weil der Seasons Pass, wenn wir ehrlich sind, ist ja meistens sowieso auch nur so ein Zettel, der hätte in die Riesenbox auch noch locker reingepasst. Also hätte ich auf jeden Fall beigelegt. Wenn ich Respawn gewesen wäre, hätte ich den Seasons Pass hier auf jeden Fall noch beigelegt, weil Platz ist genug und teuer genug ist es ja im Grunde auch. Wenn ich schon den Seasons Pass nicht beilege, der übrigens 25 Euro kostet, ist jetzt nicht so teuer, aber ich glaube, es sind nur 3 Maps drin. Wenn ich jetzt schon den Seasons Pass nicht beilege, dann hätte ich, wenn ich die Entwickler wäre, ich wäre wahrscheinlich ein zu gutmütiger Mensch, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte bei der Titanfall Special Edition oder Collector's Edition den Controller noch dazu gelegt, zumindest bei der Xbox One Version. Wäre natürlich ein bisschen blöd, weil dann kommen sich die PC-Spieler benachteiligt vor. Aber das hätte sich hier echt noch extrem gut gemacht. Wenn hier der Titanfall Controller noch drin gewesen wäre, wäre das ein Ding, da wo keiner mehr drüber diskutieren würde, ob sich das vom Preis her lohnt. Weil erstens, das Spiel kostet 70 Euro. Zweitens, wenn man sich so ein Buch im Handel kauft, ich habe mal gelesen bei ein paar Kommentaren, dass das jemand mit 20 Euro geschätzt hat. Also so ein Buch bekommt man nicht für 20 Euro im Handel, das muss man auch sagen. Die kleinen Bücher bekommt man für 20 Euro, wenn man irgendwo so einen Fachladen hat, durchaus nachgeworfen für 10 Euro schon. Aber das Buch würde ich jetzt wirklich nicht um 20 Euro verkaufen, muss man ganz ehrlich sagen, auch sage ich zumindest. Dann wären wir hier schon bei 100 Euro. Gut, das Poster, wie viel wird das kosten? 10 Euro, keine Ahnung. Die werden 35 Stück haben, die da mindestens anfertigen lassen, also bekommen die da sicher einen Mengenrabatt drauf. Gut, sagen wir mal maximal 10 Euro, dann wären wir bei 110 Euro. Dann kommt hier aber noch die Statue dazu und die ist echt schwer einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, meiner Einschätzung nach würde man das Ding, wenn man das jetzt verkaufen würde oder im Laden kaufen würde, wenn es irgendjemand verkaufen würde, mindestens 150 bis 200 Euro kann man schon sagen, dass man für das Ding, also 150 Euro sage ich jetzt mal Minimum, dass man für das Ding hinblättern müsste, wenn man das kaufen könnte. 300 Einzelteile Hand zusammengebaut kann ich jetzt natürlich nicht nachprüfen, aber kleine chinesische Hände sind da sehr flink und denen vertraue ich schon, dass die das mit der Hand zusammengebaut haben. Kommt man schon irgendwie auf die 300 Euro hin. Und wie gesagt, wenn jetzt noch ein Controller oder zumindest der Seasons Pass im Wert von 25 Euro dabei gewesen wäre, dann wäre da keine Diskussion mehr, weil dann würde jeder sagen, ja, das passt. Vom Preis her, von der Logik her, wenn man das alles ungefähr ein bisschen zusammenrechnet, wenn der Controller drin wäre, wäre es sogar noch billig für 300 Euro, weil der Controller alleine schon 80 Euro kostet im Titanfall-Look. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Eine Riesenschachtel, eine Riesenfigur, ich freue mich, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, würdet ihr euch sowas kaufen oder was war denn euer teuerste Anschaffung in Sachen Special oder Collector's Editions? Und kennt ihr vielleicht auch noch eine größere? Also ich kenne keine, aber es gibt heutzutage, gibt's ja alles. Ne? Am Ende bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in einem Titanfall Let's Play wieder. Höchstwahrscheinlich kommt irgendwann mal die Tage. Oder die Wochen, sagen wir mal so. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal einspielen. Und ja, danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann auf dem Schlachtfeld. Ciao, Leute.